Der Winter hat ja durchaus seine schönen Seiten. Irgendwann hat man aber einfach genug vom Schnee und man freut sich drauf, sein Bike wieder durch die Trails zu jagen. Wer es sich leisten kann, bucht sich im Frühling eine Bikewoche in einer wärmeren Gegend. Die anderen müssen sich mit den Trails in den tieferen Lagen begnügen. Bis die Bikesaison in den Bergen losgeht, dauert es nämlich noch einige Wochen. Oder besser gesagt, dauerte. Findigen Schweizer Ingenieuren ist es nämlich gelungen, die bestehende Infrastruktur im Skigebiet, die zahlreich vorhandenen Schneekanonen, so zu modifizieren, dass diese anstatt Schnee nun auch Wärme in die höheren Lagen transportieren. So werden die hochalpinen Trails für uns Biker bereits im Frühjahr fahrbar. Die Gemeinde Unterbech im Kanton Wallis in der Schweiz startet dieses Jahr als erste Destination mit den modifizierten Schneekanonen die hochalpine Bikesaison bereits am 1. April. Wie man auf der symbolischen Infografik sehen kann, eignet sich die innovative Region Unterbech aufgrund ihrer sensationellen Trails und der geografischen Lage ideal, um unsere Technologie der Klimakontrolle einzusetzen. So ein Sprecher der Firma SnowGo, welche diese neue Erfindung bereits international patentieren ließ. Neben dem im Wallis ansässigen Tourenanbieter bergrad.ch haben sich auch schon einige Bike-Geschäfte aus der restlichen Schweiz auf die neue Gegebenheit eingestellt und bieten bereits ab April hochalpine Trailtouren und Testtage an. Wir von V-Sport freuen uns sehr über diese neue Technologie, weil das erlaubt uns, unsere Scott-Test-Weekends bereits ab 1. April im alpinen Bereich zu realisieren. Es freut uns sehr, dass wir die Möglichkeit haben, ab diesem 1. April in den Bergen bereits unsere Reisen durchzuführen. In der Vergangenheit mussten unsere Kunden immer ausweichen in südliche Destinationen, was mit Zeit und Kosten verbunden war. Wir schätzen das sehr und wir bieten kurz entschlossen auf Frühbucherrabatt an. Rufen Sie uns an und buchen Sie Ihre Reise jetzt. Wichtig für unsere neue Erfindung der Klimakontrolle war, dass sie CO2-neutral betrieben werden kann. So der Sprecher von SnowGo weiter. Damit die Schneekanonen, vereinfacht gesagt, wie ein Föhn funktionieren, braucht es Wärme. Diese wird einerseits aus konventionellen Erdsondenbohrungen gewonnen, welche im letzten Sommer an zahlreichen Orten in Unterbech vorgenommen wurden. Zweite Säule der Wärmegewinnung sind oberflächliche Wärmequellen, die im Wallis an zahlreichen Orten vorhanden sind. Mit eigens dafür gebauten Wärmetauschanlagen wird diese entnommen, aufbereitet und den Verbrauchern, also den Schneekanonen, zugeführt. Als drittes Glied in der Wärmegewinnungskette kommt die Landwirtschaft zum Zuge. Bereits im letzten Sommer wurden Bohnen im großen Stil angebaut. Diese werden nun dem herkömmlichen Futter der Kühe zugesetzt. Kurz nach Nahrungsaufnahme beginnen die Kühe automatisch mit der Produktion von Biogas. Das Biogas wird anschließend abgesaugt, in Hochdruckflaschen abgefüllt und steht danach für die Einspeisung in den Wärmekreislauf zur Verfügung. Die Klimakontrolle im Dienste der Mountainbiker für Unterbech im Wallis ist erst der Anfang, kommentiert der Sprecher von SnowGo erfreut. Auch andere Bike-Destinationen werden künftig unsere Technologie einsetzen, um die tote Zeit zwischen Winter- und Sommertourismus für das Mountainbiken zu nutzen.